Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Szenario von meinem guten Freund Tom Fresco. Wir sind unterwegs mit der Baureihe 103 auf der Strecke Tarantarampe und zwar als Interregio. Wir sind schon einmal dieses Szenario hier gefahren, allerdings damals mit der Baureihe 101 und dieses Mal etwas, ja, sachgemäßer mit einer Baureihe 103. Wir steigen ein und rüsten einmal ganz kurz auf. Machen schon mal die Türen auf der rechten Seite auf, während wir da vorne den Taurus da beim Ausfahren zuschauen. Gut, Taurus und 103. Gleichzeitig ist vielleicht nicht ganz zeitgemäß, aber wie auch immer. Machen uns die PZB an, drehen uns einmal nach hinten. Die Instrumentenbeleuchtung hätte ich auch noch gerne. Dann Leuchtmelder-Test, ja, das funktioniert leider nicht. Einmal hier die Bremsen, den Bremsschlüssel. Wo ging der denn nochmal rein? Da. Bremsschlüssel auf ein. Jawohl, das klappt auch soweit. Dann ziehen wir aber die direkte Bremse einmal an. Okay, dann machen wir uns noch die Haupt- und Instrumentenbeleuchtung an. Die Türen können wir mittlerweile wieder zumachen. Lokführerpultbeleuchtung, ja, lassen wir, glaube ich, aus. Haupt- und Instrumentenbeleuchtung an, genau. Ach, das mit dieser Türsteuerung, was ist denn los mit der? Türen schließen. So, das passt soweit. Dann noch einmal hier den Beleuchtungsdimmer hoch. Und hier ist doch auch noch ein Beleuchtungsdimmer. Nicht? Da ist der. Genau. Den auch noch hoch. Und dann gucken wir uns das Ganze einmal ganz kurz noch von außen an. Hier ist auch ordentlich was los. Ne? 612er stehen da. 143er. Und wir sind hier unterwegs mit N-Wagen. Ja, in Dresden. Wir lösen die direkte Bremse und schalten Leistung auf. Ausfahrt mit 40. Heute in der Baureihe 103, hier in diesem Orientrot mit diesem wundervollen Latz. Und das Repaint gibt es in der Videobeschreibung. Habe ich euch mal da auch verlinkt, genauso wie die Interregio-Wagen. Und das Szenario ist natürlich auch verlinkt in der Videobeschreibung. So, was wir direkt zu Beginn machen, ist uns mal befreien, weil wir mit 40 ausfahren dürfen. Die Lokführerpultbeleuchtung mache ich mir doch an. So, einmal schnell hoch auf die 40. Leider keine AFB, ne? So, wir können die Leistung rausnehmen, weil es jetzt eh bergab geht. Bisschen hier die E-Bremse rein. Die beziehungsweise die dynamische Bremse. So, hallihallo. Da wartet ein 612er auf Einfahrt. Rechts der Taurus wartet hier auch auf uns. So muss das. Nee, Türsteuerung brauchen wir jetzt gerade nicht. Ja, das Problem ist so ein bisschen mit den Zügen, die in TSW 3 veröffentlicht worden sind, dass halt die eine etwas unterschiedliche Beleuchtungseinstellung
Einstellung haben, sodass man halt eben die, ja, die Lichter hier gar nicht richtig sehen kann. Und zugleich ist aber die Beleuchtung halt so unglaublich hell, selbst tagsüber. Das liegt halt, wie gesagt, daran, dass es halt eine TSV 3-Lok ist, auf einer TSV 2-Strecke, heißt also mit einem etwas anderen Belichtungssystem. Daher kommen auch diese Unterschiede zustande. Daher ist auch zum Beispiel hier dieses Instrumentenlicht hier deutlich heller, als wenn man es auf der linken Rheinstrecke benutzen würde oder auf ja, Bremen-Oldenburg zum Beispiel. Wir gehen hoch auf 70. Wir haben einen Zwischenhalt, nämlich in Freiberg. Und ansonsten fahren wir soweit durch bis nach Chemnitz. Ehemaliger Lokschuppen. So, bloß nicht zu langsam werden. Das ist halt echt die Sache, ne? Ohne AFB ist das wirklich. Da muss man durchgehend wachsam sein, was die Leistung angeht und die Geschwindigkeit. Einmal vorbei an Dresden-Plauen. Und ab hier fängt dann die Strecke wirklich schön zu werden. Ja, das heißt nicht, dass wir zu schnell fahren sollten. Aber ab hier dürfen wir auch dann 80 fahren. Wir waren schon sehr lange nicht mehr auf der Strecke unterwegs, ne? Auf Dresden-Chemnitz. Dabei hat die Strecke einfach unglaublich gute Qualitäten. Einer der visuell ansprechendsten, schönsten Strecken, die wir hier überhaupt haben im TSW. Ab hier dürfen wir dann 100 fahren. Das ist auch schön da oben, ne? Stellen wir uns mal. Oh, nee, da wollte ich nicht hin. Wo können wir uns nicht hier hin? Da einmal an die 143 vorbei. Moin. Und hoch auf die 100. Also wir haben jetzt schon mittlerweile ordentlich was an Strecken und Fahrzeugen zur Verfügung im TSW, ne? Wenn ich mich daran zurückerinnere, damals als Dresden-Chemnitz rausgekommen ist, wie sehr man sich auf die Strecke gefreut hat und seitdem ist ja echt viel passiert, ne? Seitdem haben wir noch so viel mehr mittlerweile im TSW und das ist schon nicht schlecht. Klar gibt es immer noch sehr viel zu tun. Ne? Immer noch sehr viele Fahrzeuge, die darauf warten, in den TSW zu kommen. Viele moderne Fahrzeuge, viele neue, viele alte Fahrzeuge. Was ich ganz gut finden würde, wäre tatsächlich mal wieder was Modernes. Ne? Wir hatten ja jetzt praktisch ein paar Mal hintereinander vergleichsweise eher so ältere Sachen, die auch
auf die ich mich absolut gefreut habe, ne? So ein 103 war praktisch der größte Traum überhaupt im TSW, zumindest für mich. Aber jetzt hätte ich auch nichts dagegen, wieder mal so eine moderne Lok zu bekommen. So eine, ja, eine Vectron. Ja, ein Vectron wäre schon gut, ne? Oder meinetwegen auch irgendwas anderes von Siemens. Eine 189 wäre zum Beispiel auch nicht schlecht. Oder, ne? Da gibt es ja wirklich unendlich viele Wünsche. Auch die ganzen Triebzüge, die wir noch, die noch vielleicht fehlen. Sowas wie die Zero HC. Und was es nicht sonst noch so alles gibt. Da ist ja wirklich die Palette noch sehr, sehr groß, was man da machen kann. Flirt 3 zum Beispiel. So, nicht zu schnell werden. Es geht jetzt eh bergauf, von daher müssen wir auch wieder gleich langsamer werden. Ja, passt auch schon. Dann lassen wir ein bisschen Kraft aufgeschaltet. Ankündigung auf 100. Hier haben wir diese, ne? Hier diese Schmalspur, sind das Donnerbüchsen? Ne, das sind Rekowagen, ne? Da haben wir tatsächlich einen Halt zu erwarten. Nur 204. Sehr schön. So, wir lassen mal rollen. Bremszylinder ist auch mittlerweile wieder fast komplett leer. Während wir hier vorbeifahren an Heinsberg West. Mal gucken, wo das Signal ist. Ist es da hinten? Ich glaube, es ist erst da hinten. Leistung gebe ich mal mit dazu, denn das Signal steht auf Langsamfahrt, Halt zu erwarten. Dann gehen wir mal zumindest hoch auf die 80, damit wir nicht zu sehr hier rumschleichen. Und das bestätigen wir. So. Wir wollen jetzt auch nicht schneller werden. Zumal ja eh ein 500-Hertz-Magnet ja wohl noch auf uns warten wird. Eine Ankündigung auf 60 und wir haben tatsächlich freie Fahrt zu erwarten.
oder? Ja, das Hauptsignal sieht grün aus. Das heißt also, der Zug, der war hier vor unserer Nase und wir dürfen jetzt aber dran vorbeifahren. Hier in einer der schönsten Haltestellen übrigens in Tarant. Hier, das sieht schon wirklich sehr schön aus, oder? Diese Interregio-Wagen. Herrlich. Damals, als Zugverkehr noch bunt war. Noch ein kleines Flüsschen. So, jetzt sind wir im Gegengleis unterwegs. Interessant auf jeden Fall. Und wir dürfen auf 60 hoch. Und ab hier dann auf 80. Also mal direkt ein bisschen mehr Leistung reingeben. Ne, das ist zu hell. So, 80 sind erreicht. Wo könnten wir uns gut hinstellen? Hier, so am Wasser. Hier einmal die 103 an uns vorbeiziehend. Man schafft es gar nicht zu lange im Führerstand der 103 zu sitzen, weil man sie sich einfach immer wieder von außen angucken muss, oder? So, das war eine Ankündigung auf 70. 1000 Hertz Beeinflussung ist aktiv. Einmal wieder drüber, über den Fluss. Und hier erneut über den Fluss. So, 70 sind erreicht. Und wir befreien uns direkt. Uiuiui, mit 2,5% geht's bergauf. Das ist ordentlich.
Ist das schon eine Steilstrecke? Ja, oder? Immerhin heißt ja die Strecke Rampe. Das klingt schon verdächtig nach Steilstrecke. Damit haben wir ja witzigerweise schon zwei Steilstrecken im TSW, ne? Mit der Main-Spessart-Bahn. Und der Spessart-Rampe. Wie oft überqueren wir eigentlich diesen Fluss auf dieser Strecke? Oft. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum wir eigentlich im Gegengleis hier unterwegs sind. So, wir können mal ordentlich jetzt mal Leistung aufschalten hier. So, schauen wir mal, dass wir hochkommen auf die 90. Ja, auch bei der Taranta-Rampe muss ich sagen, ich finde, das ist eine Strecke, die ist schon so ein absolutes Muss auf der Platte. Die ist schon einfach unglaublich schön. Und der 612er fährt sich ja auch sehr gut. Hier mal mit dem 628er. Eieiei. Das wird eine harte Zeit. So, Anklingen auf 80. Auch kein Magnet, aber wir bestätigen trotzdem hier ein bisschen Baumschnitt. Sehr schön. So, werden wir mal nicht zu langsam. Wobei hier geht es auch wieder ordentlich runter. Also schon krass, das ist wie eine Achterbahn, oder? Dieses Hoch und Runter auf der Strecke. Also nicht hier eine AFB zu haben, lohnt sich schon sehr. Kleiner See hier links. Sorry. Mal ganz kurz rausgetappt. Aus Versehen. Was ist denn da los? So, jetzt geht's wieder. Kilometer noch bis zu unserem nächsten Halt. Ja, Führerstand der 103. Man kennt ihn. Sehr eng hier alles. In Realität. Habe ich mir sagen lassen. Haben sich sogar viele Lokführer darüber
in den, ja, in dem 20. Jahrhundert, die halt eben viel damit rumgefahren sind, die haben sich darüber beklagt, über die, über den wenigen Platz hier im Führerstand in 103. Der ist jetzt nicht unbedingt dafür gemacht, dass man, ja, gemütlich entspannen kann. Huch, eieiei. Da sind wir gerade ordentlich ins Schleudern, glaube ich, gekommen. So, und jetzt wieder langsam Leistung aufschalten. So, weiterhin alles grün. Das ist doch gut. So, wir werden immer noch nicht übergeleitet. Also ich weiß immer noch nicht, warum wir, wie gesagt, hier auf der linken Seite unterwegs sind. Das ist mir ein Rätsel, ob es da nicht vielleicht sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat. Links ein nicht elektrifiziertes Gleis. Und ab hier sogar 120. Dann jetzt mal Leistung rein. Und mal die oberen Fahrstufen hier ausnutzen. Um mal schnell auf die 120 zu kommen. So. Haben wir. Ich glaube, das ist auch die Maximalgeschwindigkeit, oder? Auf der Strecke, ich glaube. Man kann hier eh nicht so viel schneller als 120 fahren. Aber hier über dieses Viadukt. Leistung rausgenommen, wir haben 120 erreicht und sind gerade in der Ebene unterwegs. Können also einfach ein bisschen rollen lassen. Und ich habe es gerade schon im HUD gesehen, wir haben anscheinend ein haltzeigendes Signal vor uns. Also sind wir schon mal bremsbereit, können vielleicht sogar ein bisschen schon mal die E-Bremse reinhauen. Ja, wir werden langsam langsamer. Ja, es ist gerade ein bisschen geruckelt. Ja, ruckelt immer noch. So, Prüfgeschwindigkeit ist unterschritten. Oh, der 500 Hertz Magnet. Gucken wir mal, dass wir nicht, dass der uns nicht eine Zwangse einverleibt. So, was da vorne mit dem Zug passiert, weiß auch keiner so genau.
In welche Dimension der sich gerade weggebeamt hat. Hallo, Zug. So. Mal ganz kurz ein bisschen beschleunigen. So. Und dann rollen wir mal langsam bis zum Signal vor. Keine 500 Hz-Beeinflussung. Oh. Das sieht nicht gut aus. Was auch immer hier passiert ist. Ich befürchte, das könnte vielleicht das Ende unserer Fahrt bedeuten. Irgendwas ist schiefgelaufen. So, wir halten erstmal an und gucken uns mal um, was hier eigentlich los ist. So, wir haben hier den hier, der möchte nach Niederbobritsch. Soll er ruhig, wenn er meint. Dann haben wir aber hier eine 185. Die möchte. Wo möchte die denn eigentlich hin? Das weiß keiner so genau. Und wir wollen hier das Gleis wechseln. Ich könnte natürlich mal beim Fahrdienstleiter einfach mal anfragen. Wo ist denn das Telefon? Gibt es hier kein Telefon? Wie hat man denn da? Auf Signalwechsel warten. Stellt sich die Frage, ob sich das Warten lohnt oder in irgendeiner Form irgendwie entweder was beim Szenario schiefgelaufen ist, was ich nicht glaube, weil wir sind ja schon mal das Szenario mit einer 101 gefahren. Oder ist es irgendwas mit dieser Lok hier, die nicht so will, wie sie soll? Denn die möchte auch hier geradeaus hinfahren. Das kann sie auch nicht. Weil Signal ist rot, weil im nächsten Signalblock. Oh, da kommt ein Zug. Wie lange geht denn dieser Signalblock? Da steht aber auch kein Zug. Also ich würde sagen, wir warten mal jetzt ab, was passiert mit dem Zug, der uns entgegenkommt. Theoretisch wird er uns doch auf diesem Gleis hier entgegenkommen, auf dem wir doch gerade stehen, oder nicht? Wo will der denn hin? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Warten wir einfach mal hier. Und ja, schauen wir mal. Komisch, auf jeden Fall. So, der Zug müsste jetzt jeden Augenblick hier um die Ecke kommen. Lässt sich noch ein bisschen Zeit. Ach so, nee. Der lässt sich keine Zeit, weil der da steht. Wir fliegen mal rüber. Ja, da ist er. Okay, also irgendwas hat sich hier gegenseitig festgefahren, offensichtlich. Denn wir müssen einfach nur hier, wenn wir hier einfach nur über diese Weiche fahren könnten, dann wäre auch schon wieder alles gut. Aber aus irgendeinem Grund lässt uns der Fahrdienstleiter nicht hier drauf. Ist denn die Weiche richtig gestellt? Die Weiche ist für gerade Ausfahrt gestellt, also für links.
Ah, okay, doof, weil sonst wäre ich vielleicht, sonst hätte ich es riskiert, übers rote Signal zu fahren, um dann hier die Weiche zu nehmen. Und die Weiche können wir auch nicht per Hand stellen. Die wird nämlich hier mit diesem Weichenmotor betrieben. Und den können wir nicht selbst bedienen. Den können wir auch nicht bedienen im HUD. Soweit ich das sehe. Nee, können wir nicht. Jetzt fällt mir nur noch eine Sache ein, die wir vielleicht machen könnten. Und zwar steigen wir mal aus. Das könnte jetzt aber vielleicht auch das Spiel dann komplett an dieser Stelle zerstören. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass irgendwas Problematisches an dieser 185 hier. So. Hallihallo, lassen Sie mich durch, ich bin von der Bahn. Baureihe 52, wunderschön. Und zwar, was passiert, wenn wir uns hier hinsetzen? Ich habe keine Erlaubnis, diesen Zug zu fahren. Was passiert denn, wenn ich... den Fahrtrichtungswender auf Vorwärtsstellung packe? Geht nicht. Nee, geht nicht. Dann machen wir es anders. Und zwar, wir nutzen mal die God Mode. Und das kann jetzt sein, dass das vielleicht gar nicht mehr klappt, nach dem, was ich jetzt vorhabe. Aber probieren wir es mal aus. Und zwar, hier mit den Konsolenbefehlen. Wobei, wir könnten auch versuchen. Nee, wir versuchen es hiermit, diesen Zug hier einfach mal von den Schienen zu jagen. Okay, klappt nicht. Vielleicht müssen wir dafür aufstehen. Okay, klappt auch nicht. Dann so, jetzt hat sich auch irgendwie die God Mode aufgehängt. Kann das sein? Ne, jetzt geht's wieder. Fahren wir mal mit dem. Gott, ist das Licht hell. Kann ich das Licht ausmachen? Ne, kann ich nicht. Fahren wir einmal wieder zurück zu unserer Lok. Und parken einmal hier vorne. So, tschüss, lieber Buggy. Sehr gut. Steigen wir wieder ein. Gibt es sonst noch irgendwas, was uns hier helfen könnte? Über die Konsolenbefehle? Weiß ich nicht. Wobei, gibt es nicht die Möglichkeit, sich irgendwie Signale, ne? Die Signale stellen zu lassen? Das muss ja, wenn dann hier gehen. Time of Day, Traffic Manager vielleicht. Nein. Stat, nein. Time of Day System, nein. TS2. Favoriten, Relinquish, übergibt den aktuellen Zug an einen KI-Fahrer. Universale Elektrifizierung, ne. Übergeben wir mal den Zug an den KI-Fahrer. Passiert jetzt was? Kann ich den wieder übernehmen? Ja. Beginnen. Ne, klappt immer noch nicht. Gut. Dann hat sich hier irgendwas aufgehängt. Dann funktioniert das tatsächlich nicht. Dann endet unsere Fahrt leider vorzeitig.
Ich wünsche euch trotzdem alles Gute und alles Liebe und freue mich, dass ihr trotzdem dabei gewesen seid und bis zur nächsten Fahrt. Ciao, ciao.